Mahlzeit ihr Lieben, Patrick hier und in diesem Video geht es darum, was ich in meiner Zeit als Flirtcoach alles gelernt habe und wieso ich heute kein Flirtcoach mehr bin. Viel Spaß! Schön, dass du wieder zuschaust und in diesem Video geht es um einiges privater zu, denn ich möchte dir eine Story erzählen aus meinem eigenen Leben. Wie du vielleicht weißt, war ich einige Jahre durch Deutschland gereist als Flirtcoach. Ich habe Vorträge gehalten in Dortmund, Köln und einigen anderen Städten und habe jede Menge erlebt. Vorab aber, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ich Flirtcoach werde? Flirtcoach ist natürlich ein Beruf, der nicht gerade der Norm entspricht und auch nichts, was man als Ausbildungsberuf bei der IHK lernen kann. Es ist natürlich ein bisschen outside the box und bei mir war es so, ich war in meiner Jugend, ich hatte oft Frauen, die mich wollten und diese Frauen, obwohl ich die auf Anhieb gar nicht interessant fand, habe ich mir denn quasi, ich sag einfach mal schön geredet. Das heißt, eigentlich war die Frau keine Frau, die mich von Natur aus interessiert hätte, sondern sie hatte einfach Interesse an mir, das fand ich cool und dann dachte ich, oh, sie ist ja eigentlich voll cool und sie ist schlau und so weiter und so fort. Irgendwann hatte ich das Verlangen danach, die Frauen zu bekommen, die ich wirklich wollte und nicht die Frauen, die mich wollten, und ich keine andere Option hatte. Was dann passiert ist, ich habe angefangen zu recherchieren. Auch vor 10 Jahren hatten wir natürlich schon das Internet und wir hatten die Möglichkeiten, Dinge nachzuforschen, zu recherchieren und so weiter. In diesen Jahren, das war so um 2007 rum ungefähr, stoße ich auf das Thema Pickup. Pickup, einige werden es kennen, ist so eine Welle, die seinerzeit rübergekommen ist aus Amerika, Pickup-Artist etc. Und es ging darum, wie man als Mann Frauen bekommt. Das Ganze hat mich aus mehreren Gründen fasziniert. Zum einen auf der praktischen Ebene. Es hat mir im Prinzip das versprochen, worauf ich unglaublich Lust hatte, woran ich unglaublich Interesse hatte, sprich die Frauen zu bekommen, die ich wirklich wollte. Auf der anderen Seite war es aber dieses theoretische Wissen, was mich unglaublich interessiert hat. Denn seit meines Lebens habe ich mich unglaublich interessiert für Menschen, für den menschlichen Verstand, für Psyche, für Philosophie. Und Pickup erschien wie ein Sammelsurium von all diesen Sachen. Es waren Techniken darin aus der Hypnose, aus dem Bereich NLP. Es waren zum Teil fundierte Hintergründe der Evolutionsbiologie. Wo kommen wir Menschen her? Worauf achten Frauen? Überlebens- und Reproduktionsfaktoren und so weiter und so fort. All das las sich unglaublich interessant. Doch irgendwann hat es nicht gereicht, einfach nur zu lesen, sondern ich musste anfangen, Frauen anzusprechen. Das habe ich gemacht und es war furchtbar am Anfang. Ich war nicht nur unglaublich schlecht, sondern auch unglaublich inkongruent. Inkongruent heißt, wenn deine Worte, die Sachen, die du denkst und das, was du ausdrückst auf der Körpersprache-Ebene, nicht in einer Linie ist. Es ist nicht geradlinig, sondern es wirkt nicht authentisch. In dem Fall bist du inkongruent. Und das ist das, was ich war. Denn im Kopf hatte ich irgendwelche Sätze, die ich gelernt hatte oder irgendwelche Techniken. Das war aber nicht das, was ich wirklich war, sondern das war etwas, was ich benutzt habe. Was dann passiert ist, war interessant. Denn je länger ich diese Techniken benutzt habe, umso besser wurde ich in Bezug auf das andere Geschlecht. Das heißt, ich hatte irgendwann Erfolg. Erfolg mit den Dingen, die ich gelernt habe, Erfolg mit den Dingen, die ich gesagt habe. Ein Beispiel hierfür, damit du dir überhaupt etwas darunter vorstellen kannst, falls dir das komplett fremd ist, ist zum Beispiel die Idee des Necks. Ein Neck ist die Idee, dass du eine Frau, die gefühlt sehr arrogant ist oder ich sag mal sehr von sich eingenommen ist, etwas nicht beleidigt, ich sag mal etwas erdest. Das kannst du, ich nenne dir ein klassisches Beispiel, ich war vor einigen Jahren in der Diskothek und dann war da diese ultra hübsche blonde Frau und ich habe sie angesprochen, wir haben geredet und du hast sofort gemerkt, dass sie ziemlich eingebildet ist. Und seinerzeit war ich aber noch relativ oberflächlich unterwegs und mich hat diese Frau einfach interessiert. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, boah, du bist echt unglaublich hübsch.
Und dann habe ich mich von ihr weggedreht und sie in den Arm genommen und habe gesagt, aber weißt du, das ist Lisa und die ist auch mega hübsch. Und die da hinten an der Bar, die ist auch mega hübsch. Und die, die gerade die Tür reinkommt, die ist auch mega hübsch. Natürlich, was als Folge passiert ist, ist, sie hat gemerkt, okay, ich bin nicht die einzige Frau auf der Welt und Aussehen ist nicht alles und so weiter und so fort. Natürlich, in dem Moment ist ihr Wert in Bezug auf, den sie sich selbst zuschreibt, ihr situativer Selbstwert, etwas, hat sich etwas gemäßigt und wir waren mehr oder weniger dann auf Augenhöhe. Das war beispielsweise eine der Sachen, die ich genutzt habe. Und es gab etliche Techniken, die du da in diesem Tool-Werkzeugkasten wirklich benutzen kannst. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Denn irgendwann haben die Sätze, die ich immer benutzt habe und immer wiederholt habe, nicht mehr wirklich gefruchtet. Wieso? Ich hatte sie so viele hunderte Male benutzt, dass das, was ich gesagt habe, schon wieder nicht authentisch wirkte. Das heißt, am Anfang war ich komplett inkongruent, weil das, was ich sagte, überhaupt nicht zu meinem Inneren passte. Und dann wirkte das irgendwann kongruent, weil ich zu dem wurde, was ich werden wollte, weil ich diese ersten Erfolge hatte. Und dann wirkte es aber wie eine typische Leier von irgendeinem Typ, der das zu 1000 Frauen sagt, und dementsprechend wurde mir das manchmal zurückgemeldet. Das heißt, ich habe irgendwann Frauen angesprochen, war total in meinem Element und habe das gesagt, die Dinge gesagt, die ich öfter gesagt habe, und dann irgendwann kam zurück, ja, sag mal, erzählst du das eigentlich jeder? Und was dann passiert ist, ist, ich war in dem Moment, wir haben damals gesagt, aus dem Frame gekickt. Das heißt, Frame ist dieser Rahmen, in dem wir uns selbst sehen. Das ist ein Begriff aus dem NLP, der neurolinguistischen Programmierung. Und der Rahmen, den ich hatte, als dieser selbstbewusste Typ, der weiß, was er sagt und so weiter, war dahin. Weil ich war in dem Moment erschrocken. Ich fühlte mich wie ertappt für das, was ich gesagt habe, für das, was ich repräsentiert habe. Und natürlich war in dem Moment mein Rahmen, das, was ich repräsentiert habe, gebrochen. Und das Gespräch war mehr oder weniger vorbei. Irgendwann gingen die Sachen, die ich gelernt habe, noch eine Ebene tiefer. Was heißt das? Ich habe nicht mehr die Sachen benutzt, fertige Sätze, sogenanntes Canned Material, Dosenmaterial, diese Fertigbausteine, die ich einfach nur nachgesprochen habe, sondern ich habe die Techniken dahinter gelernt. Das heißt, was ich dann gelernt hatte, ist, es ist gar nicht wichtig, was du sagst oder wie du wirkst, sondern es ist viel entscheidender, dass du deinen Frame hältst, dass du in deinem Frame bleibst. Ein praktisches Beispiel hierfür, stell dir vor, du bist ein relativ lieber Typ und willst jetzt mal einen Abend einen auf Bad Boy machen und tust so, als wärst du, und wenn es aus Spaß ist, so der übelste Drogendealer. So, ja, ich verkaufe Drogen und davon lebe ich und so weiter und so fort. Und in dem Moment stehen irgendwie zwei Frauen neben dir oder sowas oder irgendwo draußen auf der Straße und die eine holt ihre Zigarettenschachtel raus und da siehst, da ist ein Joint drin. Wenn du in dem Moment total unruhig wirst und irgendwie die Polizei anrufst oder sowas, ja natürlich wirkst du dann inkongruent in Bezug auf deinen eigenen Frame als Dealer. Ne? Das ist ungefähr das, was wir unter Framing verstehen und unter Kongruenz verstehen. Was ist dann passiert? Als dieses geschehen ist, was eben passiert ist, dass die Frau zu mir gesagt hatte, sag mal, erzählst du das eigentlich jeder? Ist das noch das ein oder andere Mal vorgekommen? Und ich hatte dann also gelernt für mich, wichtig ist es, im Frame zu bleiben. Dann ist Folgendes passiert. Ich war wieder einen Abend feiern, hab mit irgendeiner Frau gesprochen und die meinte dann, erzählst du das eigentlich jeder? Und ich weiß es noch genau, ich hab sie angeguckt und hab gesagt, ich versuch's, aber die Welt ist so groß. Und die Sache war gelaufen. Also, es ging weiter im Gespräch. So, das heißt, es hat, ne, sie hat gelacht, ich habe gelacht und Haken hinter, alles cool. Die Situation war gelaufen, es war überhaupt kein Problem. Warum? Nicht wegen den Sachen, die ich gesagt habe. Wenn man die rein rational, analytisch betrachten würde, wäre das ja furchtbar. Ich versuche es zu jeder Frau zu sagen, das heißt, das ist eine Leier, sondern ich habe den Frame gehalten. Ne? Ich habe locker und humorvoll reagiert und so weiter und so fort. Hat im Prinzip das komplette Frauenansprechen in dem Moment, wo ich die Muster dahinter verstanden habe, nochmal auf eine ganz andere Ebene gebracht. Allerdings kamen dann mehr Erfolge und dann habe ich eine Sache gemerkt.
die Erfolge, die ich hatte, egal ob es Küsse waren, Handynummern waren, die ich bekam, ob es irgendwie Sex war mit irgendwelchen Frauen, egal was es war, fühlte sich falsch an. Warum? Weil es sich so anfühlte, als würde ich Bestätigung bekommen für etwas, was ich gar nicht wirklich verdient habe. Die Frauen wollten nicht mich, die wollten meine Maske, die wollten meine Techniken. Und es war nicht nur für die Frau scheiße, weil wenn wir länger Kontakt hatten, irgendwann hat man natürlich gemerkt, warte mal, ist das überhaupt der Typ, der mich am Anfang angesprochen hat? Sondern es war auch für mich scheiße, denn ich habe gemerkt, dass ich nicht ich war. Es fühlt sich in etwa an, als würdest du einen Pokal gewinnen für etwas, was du gar nicht verdient hast. Denn am Anfang freust du dich vielleicht über den Pokal und denkst dir, cool, aber du weißt, eigentlich gehört er nicht wirklich mir. Es ist nicht wirklich für mich. Ich habe ihn eigentlich gar nicht verdient. Und das war so der Wendepunkt, wo ich für mich verstanden habe, okay, das ist nicht der Weg. Und in dem Moment ist alles umgeschlagen und ich habe gesagt, okay, all das möchte ich nicht mehr benutzen. All die Phrases, all die Sätze, all die Techniken, all das möchte ich nicht mehr benutzen, sondern ich resette mich, ich fange komplett bei Null an und es gibt nur noch eine Sache, die für mich entscheidend ist und das ist Authentizität. Das heißt, ich bin einfach nur noch der, der ich sein will. Das wiederum hatte denn diese komplette Sache nochmal auf eine komplett neue Ebene gebracht. Natürlich war das am Anfang, wenn man es rein auf dem Erfolg, ich spreche mal von Erfolg, ein richtiges Scheißwort eigentlich, wenn es in Bezug auf Beziehung und Partnerschaft geht, aber natürlich ist am Anfang der Erfolg etwas eingebrochen, weil ich habe jahrelang diese festen Muster gehabt. Natürlich fühlt man sich da drin auch unglaublich wohl. Man weiß, was man erzählt, was man als nächstes erzählt. Und auf einmal weiß man gar nichts mehr, weil man handelt nur noch intuitiv. Natürlich wirkte ich dann erstmal um einiges weniger selbstbewusst, was ich auch war. Aber in dem Moment, als das weiterging, als ich dran geblieben bin und das nur noch auf natürliche Ebene gemacht habe, war, als es wieder bergauf ging, der Punkt in Bezug auf Erfolg am Ende höher als der höchste Punkt, den ich hatte mit den ganzen erlernten Sachen. Denn das war der Punkt, wo all das hier nicht etwas war, was ich gemacht habe, sondern was ich gelebt habe. Ich kann dir jetzt sagen, sei authentisch. Aber wenn du nicht authentisch bist, dann kannst du versuchen, so zu wirken. Aber es ist was komplett anderes, als wenn du wirklich authentisch wärst, das lebst und das auch ausstrahlst. Das heißt, irgendwann war ich einfach nur noch ich. Ich ging durch die Straßen oder durch die Clubs in der Nacht und habe Frauen angesprochen, nicht mehr aus der Intention heraus etwas haben zu wollen, denn ich hatte meist genug, sondern einfach um zu geben. Ich habe Frauen nicht mehr Komplimente gemacht, weil ich etwas bekommen wollte, sondern weil ich etwas geben wollte. Wir reden da von giving to get oder giving to give. Und das war der Moment, wo ich verstanden habe, okay, Flirt-Coaching ist eine coole Geschichte, es funktioniert auch gewissermaßen, aber es ist für mich nicht der eigentliche Weg. Denn ich möchte Männern nicht helfen, wie sie Sachen lernen, mit denen sie mehr Erfolg haben. Ich möchte Männern helfen, zu sich selbst zu finden und als Folge dessen nicht die richtige Frau zu finden, weil sie irgendetwas gelernt haben, sondern lernen, der richtige Mann zu sein, und zwar der Mann, der sie eigentlich sind, um Frauen auf natürliche Art und Weise in ihr Leben zu ziehen. Und genau das war für mich der Wendepunkt, wo ich weg bin vom Flirt-Coaching und hin zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Spiritualität. Das war eine kurze Story aus meinem Leben. Ich sehe gerade auf der Kamera, 15,5 Minuten sind um. Ziemlich langes Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und euch noch einen schönen Tag. Adios. Bis dahin.